Hallo meine kleinen Zombies, herzlich willkommen zu Studienvlog 51. Ja, ich habe die letzten Tage ein bisschen was gemalt. Und zwar kamen ja diese Kawaii-Zettel so gut bei euch an. Dann habe ich die nochmal gemacht im süßen Kawaii-Halloween-Spooky-Style. Und hoffe, die werden bei euch auch gut angenommen werden. Und zwar habe ich jetzt wieder einen riesigen Batzen zum Ausschneiden. Und ich habe da noch ein Thema, worüber ich gerne sprechen möchte. Ja, es wird mal wieder ein bisschen gequatscht. So, aber erstmal brauche ich 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nämlich ein Set. Ich mache wieder Set für Set. Ich hoffe, der Ventilator ist nicht zu laut. Ich habe den jetzt auf Stufe 1 gestellt, aber ohne geht's nicht. Und ja, die Katze liegt auch davor, leidend wegen der Hitze. Und oh, sie rollt sich gerade. Ach Gott, ist das süß. Ich zeige euch das mal. Ja, ihr seht's, ne? Der kleine Maus ist auch warm. Und sie liegt halt vor dem Ventilator und... ja, liegt den ganzen Tag quasi so. Aber was willst du machen bei der Hitze, ne? Ja. Sie hat zwar eine Kühldecke, aber irgendwie hat sie das System noch nicht so ganz verstanden. Und sie legt sich da einfach nicht drauf. Naja. Guti. Also, das Thema, ich werde hier schon mal anfangen zu schneiden. Das Thema ist... ja, der Unterschied zwischen Überraschungspost und Tauschpost ist. So, läuft. Wir sind schon fast fertig hier. Ja, mir ist jetzt schon des Öfteren zu Ohren gekommen, ja, dass manche da Probleme haben. Und ich hatte auch ja, schon solche Fälle persönlich. Und einer ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Weil manche verstehen nicht den Unterschied zwischen einer Ü- und einer Tauschpost. Und das Ü in der Ü-Post sagt ja, es ist eine Überraschungspost. Ne? Man schickt jemandem etwas, um eine Freude zu machen, ohne etwas dafür zurückzuverlangen. Eine Tauschpost ist, wenn man sich Sachen... wenn man Sachen tauscht, also schickt man sich gegenseitig etwas. Ja, aber manche kapieren das nicht. da hatte ich mal eine Situation, die ist jetzt schon ein bisschen her. Ein paar Jährchen ist das schon her. Da hatte ich so eine Art eine Box beklebt gehabt mit Kawaii-Stickern und Strasssteinchen und was weiß ich nicht was alles. So, und das fand die Dame so toll, da hat sie mich gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ist ja auch egal, ich nenne ja sowieso keine Namen. Da hatte mich die Dame gefragt, ob ich ihr so eins machen könnte. Habe ich gesagt, klar, sie müsste mir das Material und die Arbeit bezahlen. Ja, was wäre denn das? Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne 20 Euro plus Material. Meint sie, ist gut. Ich so, ja, schön. Haben wir das ja geklärt. Dachte ich zumindest. Kurz darauf schrieb sie mich an, ob sie mir eine Ü-Post machen dürfte. Ich so, klar, wenn du mir eine Ü-Post machen willst, kannst du das gerne machen. Ne? Ich so, fühle dich aber nicht genötigt. Ich so, du bezahlst ja dafür. Ich so, da brauchst du mir ja nicht extra noch was schicken. Sondern meinte sie, ich könnte ihr das Teil, was ich dann ja für sie machen würde, könnte ich ihr ja dann dafür schicken, für die Ü-Post. Habe ich ihr geschrieben, Moment mal, ich dachte, du willst mir eine Ü-Post machen. Ich so, dann wäre das ja eine Tauschpost. Ich so, das haben wir aber nicht ausgemacht. Da wollte sie das Ding nämlich für lau haben, ja. Und dann wollte sie es so drehen, dass sie mir eine Ü-Post schickt und dann wollte sie es so drehen, dass daraus eine Tauschpost wird, ja. So, und das kriege ich so oft mit, auch bei anderen,
dass man auch einfach eine Post bekommt, eine Ü-Post. Und dann zum Beispiel in der Post, in dem Brief, den man dann immer dazu bekommt, direkt drin steht Adresse und ja, du kannst mir ja auch was schicken. Also, und ich gehe davon aus, dass jeder von euch also auch schon mal irgendwie so eine Erfahrung gemacht hat. Also ich gehe stark davon aus, dass das sehr weit verbreitet ist. Entschuldigung, dass ich mir meine Nase hochziehe, ja. Es tut mir leid, aber wenn ich so nach unten gucke mit der Allergie und aber ich nehme ja Allergietabletten, also sonst würde ich hier li liegen und vegetieren vor Rotz quasi. Ne? Aber das ist doch so ein Thema, dann dachte ich mir, komm, ich spreche das mal an. Und ich bin sehr gespannt, wie die Kommentare dann sein werden, wer das schon mal erlebt hat. Ja, ich fand das jetzt auch in dem letzten Blabla, ups, Blabla-Video höchst interessant. War das in dem letzten? Naja, auf jeden Fall da, wo ich angesprochen hatte, von wegen, dass es manchen sogar zu teuer ist, wenn ich 30 € für ein Bild verlange, weil die es halt gratis haben wollen. Und da hatte ich zwei Bilder gemalt für den Shop. Und diese Person hat dann auch tatsächlich sogar kommentiert, darunter, ach ja, das wären ja die Bilder, die sie sich mal gewünscht hatte. Ja, und das war auch die Person, die meinte, 30 € wären ihr zu viel. Und die war ganz verdutzt und ach, ich dachte, das wäre gratis. Ich dachte, du machst das einfach so. Da finde ich das total witzig, dass da noch so drunter kommentiert wird, weil die sich nicht hat angesprochen, sie fühlte sich nicht angesprochen mit dem Video. So, und das ist auch meine Befürchtung, auch jetzt mit diesem Thema Tauschpost, Ü-Post, Schrägstrich, ne? Dass wenn ich solche Videos mache und einfach erzähle, dass genau diese Leute sich gar nicht angesprochen fühlen, dass die es nicht mitkriegen. So irgendwie, weiß ich nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, höchst interessant. Naja, aber wie gesagt, man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Also vielleicht merken manche das auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Dass das irgendwie gerade dreist ist oder gar unverschämt. Und wenn man dann noch ein zweites Paket geschickt bekommt, ja, wieder mit der Post hier, meine Adresse, hier kannst du mir ja was zurückschicken. So, die versuchen es dann so oft, bis man was zurückbekommt. Ja, also würde mich mal interessieren, wie das bei euch so aussieht, ob ihr schon mal so eine Erfahrung gemacht habt mit solchen Leuten. Ja, Thema Tauschpost ist eh ein bisschen kritisch. Deswegen, ich habe früher habe ich unglaublich viel Tauschpost gemacht, auch mit Leuten, die ich überhaupt gar nicht kannte. Ne? Da konnte mich Hinz und Kunz anschreiben, Bock auf Tauschpost? Ja, klar, mache ich gerne. Ne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Problem war, ich habe viel zu viele Sachen geschickt bekommen, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Und man spricht ja auch vorher immer ab, ne? Was magst du? Was magst du überhaupt nicht? Und ich bin halt immer, ja, Horror, Halloween, Kawaii. So, und das ist immer genau das, was ich nicht bekommen habe. Aber die haben dann von mir, weil die wollten dann auch mal Kawaii haben. Und die wussten durch meine Videos auch, was ich verschicke, was für Tauschpost ich mache. Ja, dass es halt richtig den geilen Shit gibt. Ja, das gute Kawaii-Zeug von mir. Und dann kriege ich dann irgendwas zurück, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. Hauptsache, die haben gut abgestaubt von mir sozusagen. Und dann habe ich so Unmengen Geld verbraten in dieser Zeit. An Porto und ja, auch man kauft ja dann auch jedes Mal Sachen. Ne? Die Tauschpost ist ja nicht mehr so wie früher, wo man
Sachen getauscht hat, zum Beispiel, was man in seinem Zimmer bereits hat. Ja, zum Beispiel, hast einen schönen Memo-Blog und ja, es wird ja dann immer noch dazu gekauft und dann ist das einfach utopisch gewesen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm Leute, sorry, aber ich mache keine Tauschpost mehr. Es kommt noch zwar noch selten vor, aber dann habe ich mit der Person auch eine Zeit lang geschrieben. Na, oh, sorry wegen dem Nasenrotz. Es tut mir sorry. Ja, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Und das an einem. Was haben wir denn heute? Was haben wir heute? Montag. Heute haben wir, oder Dienstag? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Mein Gehirn ist schon völlig geschmolzen. Ja. Und das ist wieder so ein Thema. Überlegt man sich, soll man es ansprechen oder soll man es lassen? Aber ich finde, manche Themen sollten angesprochen werden. Auch bei den anderen Videos. Ich habe auch privat sehr viele Nachrichten bekommen. Und ja, und oh mein Gott, das kenne ich auch. Und das habe ich auch erlebt. Und jeder von uns erlebt mal sowas. Und das finde ich halt das Krasse. Und keiner redet so wirklich darüber. Ne, weil ich kann nur von mir sagen, ich habe mich am Anfang nicht getraut, solche Labervideos zu machen, wo ich einfach das sage, was mich stört. Ja, ach Mensch, der Ventilator, jetzt fliegt hier alles durch die Gegend. Nee. Ja, aber es ist halt, ich finde, man sollte doch drüber reden. Ja. So als Aufklärung. Was hinter den Kulissen so abgeht. Ja, weil jeder hat seine Erfahrungen mit gewissen Personen. Es sind ja zum Glück nicht alle so, ne? Gott sei Dank. Ja, aber es gibt wirklich welche, die wollen halt, oder auch wo ich erwähnt hatte, ist auch schon Jahre her, da hatte ich irgendwann mal erwähnt, ach ja, ich habe hier ein Action. Ja, kannst du mir was vom Action besorgen? Da hatte ich eine, die hat mir einen gewissen Betrag geschickt, überwiesen und meinte, ja, ich soll ihr Bastelkram vom Action holen, egal was. Sie nimmt alles, hauptsächlich Papier und ja, dann hat sie gesagt, sie würde alles nehmen und ich soll ihr mal so ein buntes Sortiment an Bastelsachen raussuchen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann hatte ich da ihr Geld, bin dann shoppen gegangen für sie. Ja, und dann habe ich ihr Fotos gemacht, ob sie mit der Beute, die ich für sie gemacht habe, zufrieden ist. Und sie hat nicht mal die Hälfte von dem, was ich gekauft habe, für sie haben wollen. Und das fand ich natürlich ein starkes Stück. Dann wollte sie dies nicht, dann wollte sie das nicht, dann wollte sie jenes nicht. Und ich dachte mir so, okay. Ja, das Restgeld könnte ich ihr dann wieder zurücküberweisen. Sie würde dann nur diese zwei Blöcke und dieses eine Ding da nehmen. So, und das war auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, für jemanden beim Action einkaufen zu gehen. Ich verstehe es für die, die kein Action haben. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, bei vielen hat es funktioniert. Ja, die haben mir dann Geld überwiesen und haben dann gesagt, was sie wollen. Das habe ich gekauft, ich habe es denen geschickt, alles gut. Aber bei dieser einen Person dachte ich mir so, okay, nee, da tue ich mir nicht mehr an, weil das ist für mich dann halt auch immer mit Arbeit verbunden, klar. Und dann das zur Post bringen und Papier ist schwer und dann wird noch ums Porto gefalscht. Ja, dann schicke ich ja auch immer Fotos, wie es auf der Waage steht, damit die sehen, dass es wirklich so schwer ist. Und dann schicke ich ein Foto von den Preisen. Von den Paketpreisen. Was das, ist das wirklich so viel kostet? Ne? Och, Leute. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich sogar eine Facebook-Gruppe extra extra dafür, dass die Leute dann da zum Action gehen, für die, die keinen haben. Ne? Ja, also ich wäre natürlich super erfreut darüber, wenn ich keine Action hätte. Ne? Und ich möchte dann ein paar Sachen haben, ja, aber. Ich habe das halt auch für Fremde gemacht, die ich nicht kannte.
Das ist halt immer ein Risiko, ne? So, ja. Jetzt habe ich wieder mehr erzählt, als ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich über das Thema Unterschied zwischen Ü- und Tauschpost angeben. Ah, ich muss nur noch diese vier Dinger und dann haben wir schon mal das erste Päckchen fertig. Würde ich sagen, verpacken wir das erste Päckchen noch zusammen. Na, ihr könnt mich ja, ihr müsst das auch nicht kommentieren, also hier in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch privat bei Instagram am besten schreiben, weil bei Facebook bin ich eigentlich nie online. Also wenn ihr mir über Facebook schreibt und ich sehe das dann irgendwie zufällig, dann ist das echt Glück. Ja, so, weil ich weiß, viele wollen dann trotzdem anonym bleiben. Die wollen ihre Meinung dann nicht so öffentlich unter meinem Video kundtun, was ich auch verstehe, weil viele wollen sich dann auch einfach enthalten, sage ich mal. Da könnt ihr mir natürlich auch privat irgendwie schreiben, wenn ihr da was erzählen wollt, loswerden wollt. So, das sind jetzt unsere vier verschiedenen Zettel. Moment, wo kommt der hin? Dahin. Alles durcheinander hier. So. Schön. Sehen doch cute aus. Cute, cute, super cute. So, der dahin und der dahin. Ach ja. Ach, Amy. Ach, du armes Mäuschen. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen, ey. So, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, es sind wieder 20 Zettel. Ah, herrlich. So, wo ist mein Tesafilm? Ach, da hinten. Oh, mein Einhorn. So ein Blödsinn. Aber es ist halt süß, ne? Was willst du machen? Ich glaube, das habe ich von EMP damals bestellt. Es war schweineteuer, aber ich wollte es unbedingt haben, weil es war Einhorn. So. Apropos, das Horn ist abgebrochen. Ich habe es noch irgendwo hier rumliegen. Ich könnte es wieder festkleben, aber ach ja, mein Gott. Wenn es einmal abgebrochen ist, dann wird es ewig wieder abfallen. Man kennt's. Jetzt habe ich einfach nur so ein Pferd mit Regenbogenhaaren. So, dann schüttel ich das nämlich einmal runter. Oder dreimal. Damit das. Ach, hier ist immer so ein komischer Knick drin, Mensch. Also das hatte ich letztens bei den anderen Tüten auch. Ist doch nicht schön. So. Jetzt mache ich hier so zwei Stritze hin. So, das muss schon gerade sein, nicht? Alles klar. Dann haben wir das erste Päckchen fertig. Sieht doch süß aus. Ich finde die Verpackung süß. Ich finde das irgendwie niedlich. Es ist irgendwie so niedlich. Genau wie Amy gerade, wie sie da liegt. Das ist übrigens ihre Sommerfrisur. Ja, das ganze Fell ist ab. Das dicke Fell. Ich kann sie ja nicht im Sommer so leiden lassen. Aber anscheinend hat es nicht funktioniert. Es ist so süß. Och, das arme Baby. Ach nein. Leide, leide. Kann ich ihre Schnute noch ranzoomen? Ne, weiter geht der Zoom nicht, leider. Schade. Das kleine Schnüti. Ein Bauchikraul. Da. So süß. So. Ja, dann würde ich sagen, habe ich euch genug voll gequatscht. Wenn ihr natürlich noch Themen habt, wo ihr denkt, die könnte ich ja mal ansprechen. Und ich habe da was, wo ich aus eigener Erfahrung sprechen kann. Ihr könnt mir das auch gerne schreiben, wenn euch irgendwas auf der Seele liegt, irgendwie, wo ihr euch nicht vielleicht, wo ihr das nicht ansprechen möchtet auf eurem Kanal. Und ihr denkt, boah, darüber sollte man mal sprechen, das sollte mal erwähnt werden. Also, ihr könnt mir auch gerne privat schreiben und sagen, Mensch, Knuddelzombie. Das und das ist mir passiert. Ich finde, das sollte mal öffentlich gemacht werden. Aber ich nenne keine Namen. Ne? Auch wenn ich es so gerne würde. Aber Datenschutz macht es möglich. Ja, Mensch, habt ihr alle ein Glück. Ja. Also ich meine jetzt nicht euch, sondern die. Ihr wisst, was ich meine. So, ihr Süßen.
Dann machen wir jetzt noch ein bisschen im Schnelldurchgang weiter, damit wir hier vorankommen, ne? So, meine Süßen, ja, ich muss jetzt unglaublich viel ausdrucken, weil, wie ihr seht, habe ich diese Auflegekarten zum Ausmalen auch noch für Halloween gemacht und dazu noch die Verpackungen, die ausgedruckt werden, und ich werde das alles auch noch mal im Bund ausdrucken und schneiden, weil einige von euch nicht so gerne kolorieren mögen. Oder beziehungsweise, dass es nicht so im Interessenbereich ist. Und deswegen werde ich die dann auch nochmal in bunt ausdrucken. Ja, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr sie selbst ausmalen möchtet oder eben nicht. Und ich war vorhin notgedrungen beim Action, weil ich war unterwegs. Es fing an zu regnen. Dann dachte ich mir so, ach, guck mal, so hier zufällig ist ein Action. Ja, gehe ich mal rein. Und dann zeige ich euch jetzt, was ich da ergattern konnte. So, ihr Süßen, jetzt zeige ich euch mal eben, was ich beim Action gerade gekauft habe. Es tut mir wirklich leid wegen dem Ventilator, ja, aber es, es geht nicht ohne. Sorry, sorry. Also als erstes, ganz wichtig, neues Lineal, weil das andere ist so durchgenudelt. Und ja, aus Aluminium, diesmal nicht aus Plastik. Kostet da ja auch nur ein paar Cent.
Dann haben sie da, habe ich gesehen, solche süßen kleinen Glitter 3D-Drops für 99 Cent die Packung. Wobei mir eigentlich immer nur eine Farbe da drin also gefällt. Hier diese zum Beispiel, die ist mir dann wieder zu dunkel. Aber man weiß ja nie, wofür man es brauchen kann. Also ich habe mir von jeder Farbe, die sie da zur Verfügung hatten, eine geholt. Ja, für 99 Cent. So diese drei. Dann noch in Gold, in Blau und in Schwarz. So. Und dann habe ich da was gesehen. Oh mein Gutnis, das ist genau mein Fall. Aber leider hatten sie es nur einmal da. Sonst hätte ich es noch ein paar Mal mehr mitgenommen. Zwar so ein Sticker-Buch, Heft, wie auch immer. Da sind 8 Sheets drin und es ist einfach mal Candy. Candy, oh mein Gott, bin ich froh, dass. Ich bin froh, dass ich zumindest einen da bekommen habe. Und ich wollte euch das mal eben schnell zeigen, wie wunderschön sie sind. Sind sie nicht schön? Oh. Und dann hier noch ein bisschen kleiner. Und hier wieder ein bisschen größer. Total köstlich. Da, da! Da. Das ist überall irgendwie noch so Glitzer drauf und oh mein Gott, hier so kleine Macarons. Das ist alles so cute. Dann noch das. Hier diese Colaflasche alleine schon, ja. Super süß. Dann riesige, also ein paar große Sticker. Hier auch noch mal ziemlich groß. Und hier sind noch wieder ein paar normal große. Ja, und das war's. Aber es reicht ja auch, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie teuer das war. War wahrscheinlich nur ein paar Cent. Man kennt es ja. Aber, oh, sehr schön. Da hat sich das doch gelohnt. Ja, und ansonsten war es das auch schon, was ich geholt habe. Ansonsten, ja, Standardzeug. Süßkram, Müllsäcke. Man halt so braucht. Oh yeah, der ist cool. So, ihr Süßen, ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen was ausgedruckt. Ihr, das alles kann ich jetzt ausschneiden. Da werde ich ein paar Tage für brauchen. Ich nehme euch ein bisschen mit zum Schneiden. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht alles. Nur damit der Vlog halt länger wird. Nein, nein. Und ja, da bin ich jetzt erst noch ein paar Tage mit beschäftigt. Und dann muss ich, glaube ich, noch ein paar Büroartikel wie Briefumschläge und sowas muss ich dann auch noch neu machen, weil die sind auch schon fast aufgebraucht. Juti, ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Ja, da bin ich nochmal. Also, wie ich gerade gemerkt habe, komme ich mit diesem Lineal gar nicht zurecht, weil hier ist eine dünne Seite, aber da habt ihr gesehen, da bin ich abgerutscht. Und wenn ich mir mit diesem Ding, ja, da kann ich mir locker den Finger mit abschneiden, so scharf ist das. Dann habe ich die dickere Seite genommen. Nur da ist das Problem, ihr seht's, da wellt das dann so komisch. Hier. Also, ja, nehme ich dann meinen zerbrochenes, bereits zweimal zerbrochenes Plastiklineal wieder. Schade. Ich dachte, es würde besser sein, weil hier zum Beispiel, das ist hier einmal gebrochen schon und da einmal gebrochen, aber das funktioniert halt, ne? Also ja, dann kann ich das jetzt wieder beiseite tun. Naja, ein Versuch war es wert. Also heiter geht's weiter, ne?
So, ihr Süßen, ja, wie ihr gerade gesehen habt, war ich unterwegs. So, ich werde nebenbei, ja, das ist das letzte Set, was ich ausschneide hier. Und zwar kommen da 12 anstatt 6 Bildchen in die Tüte. Ja, also die beiden. Okay. Ja, ich war gerade unterwegs. Ich musste zum Neurologen bzw. zur Neurologin. Da bin ich halt wegen meiner MS alle 3 Monate. Und dann wird halt ja, gefragt, ob es Veränderungen gibt. Manchmal wird mir Blut abgenommen, manchmal werden irgendwelche Tests gemacht. Wenn es je nachdem, was ich halt so, worüber ich mich halt so beklage, was ich dann so habe. Ja, und die Fahrt dahin war der Burner. Wie gesagt, ich fahre nur alle 3 Monate. So, dann muss ich mit der Bahn fahren und auch einmal umsteigen. Und dann war das so, dass meine Bahn, wo ich hier an meinem Heimatort eingestiegen bin, die war so langsam unterwegs, dass ich den Anschluss verpasst habe. Ich habe die Anschlussbahn gesehen, ich bin noch hingerannt, ich habe auch den Türknopf gedrückt. Aber es ging nicht mehr auf und dann stand ich doof da. Ja, und dann bin ich, ja, 5 Minuten später kam dann noch eine andere Bahn, die mich auch zu meinem Zielort, führen sollte. Dachte ich mir so, okay, du liegst noch gut im Zeitplan, weil ich fahre ja auch immer eher los, falls nämlich so eine Situation passiert. Ja, und dann so 4 Haltestellen vor meinem Ziel, sagt die Bahnfahrerin, also sie macht dann so eine Durchsage. Sie nannte keinen Grund oder irgendwas. Sie sagte nur, ja, wir müssen alle bei der nächsten Haltestelle bitte aussteigen und auf die nächste Bahn warten. Ich so, nee, oder? Kann doch jetzt nicht sein. Naja, wie dann alle ausgestiegen und ich so, toll, jetzt habe ich nur noch 5 Minuten Zeit, um zum Arzt zu kommen, weil ich um 9 Uhr den Termin hatte. Ja, aber zum Glück funktioniert da immer alles per WhatsApp bei meinem Arzt. Dann habe ich direkt eine WhatsApp hingeschrieben, habe so erklärt und dies und das und bla bla. Und dann kam dann auch eine Nachricht zurück. Ja, kein Problem, wissen wir Bescheid. Gut, um 9:15 war ich dann da. So, dann komme ich dahin. Ich so, ja, ich habe Termin bei Frau Doktor so und so. Ist halt eine Assistenzärztin. Ja, und die Sprechstundengehilfe oder Sprechstundenhilfe meinte dann ja, die Ärztin wäre jetzt noch zu gewissen Untersuchungen in der Praxis und ja, dass ich jetzt bei der und der Ärztin wäre, hatte sie mir einen Namen genannt, habe ich noch nie gehört, kannte ich nicht. Und ja, ihr müsst verstehen, für mich ist es sehr, sehr schwer, ja, so Veränderungen. Unvorbereitet, vor allem nochmal so schlimm. Ich erstmal ins Badezimmer da gegangen. Ich so, Moment, jetzt muss er erstmal durchatmen. So, was passiert hier gerade? Die Bahnfahrt hierher war schon complicated, ohne Ende. Und dann kommst du hier hin und der Ärztin, der du vertraust und die dich ernst nimmt, ist auf einmal nicht mehr da. Weil ich hatte schon, ja, viele schreckliche, wirklich schreckliche Ärzte. Und deswegen ist das für mich so schwer, auch ein gutes Verhältnis zu einem Arzt aufzubauen, den ich dann wirklich vertrauen kann, wo ich weiß, okay, der versteht mich. Und ja, und nach langer Suche hatte ich sie endlich gefunden. Und dann war sie jetzt wieder weg. Und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt muss ich mir einen neuen Arzt suchen. Und oh je, und oh. So, und dann kam ich dann aber auch direkt dran und dann macht diese Ärztin die Tür auf und sie war so lieb. Auch genau wie meine andere Ärztin, auch Assistenzärztin, also gehe ich davon aus, dass sie auch nicht ewig da bleiben wird. Aber ja, ich musste ihr natürlich erstmal im Schnelldurchlauf meine Lebensgeschichte erzählen, weil sie mich ja jetzt nun nicht kannte. Ja, man erzählt ja immer alles gerne, 5000 Mal. Naja, aber auf jeden Fall kam ich super mit ihr klar und sie ist
auch direkt engagiert gewesen mit dem, was ich ihr erzählt habe, um meine Problemchen und meine Ideen und was ich noch vorhab und was ich gerne möchte. Und sie war fleißig am Mitschreiben am PC. Das ging so schnell. Naja, auf jeden Fall war ich dann sehr beruhigt. Ja, dann konnte ich zumindest ja frohen Mutes die Praxis verlassen. Das ging dann auch relativ schnell. So, dann ging es halt wieder zurück nach Hause. Und da, wo ich umsteigen muss, da in der Nähe ist ein Teddy, ja. Dann dachte ich mir so, boah, soll ich jetzt zum Teddy? Und ich weiß nicht. Und naja, im Endeffekt habe ich es halt gelassen. Ja, weil die Stadt ist nicht so schön. Also ich komme auch nicht so auf große Menschenmengen klar, sage ich mal. Ne? Deswegen wohne ich ja hier in so einem kleinen Dorf. Das ist ganz gut. Da kennt man sich. Und ja, ich war schon direkt überfordert. Ne? An der Haltestelle war die so groß. Das war so der Mittelpunkt der Stadt, wo alle Bahnen und Busse sich treffen. Und ja. Naja, egal. Dann habe ich es halt gelassen. Ich fahre dann lieber irgendwann mit meinem Mann zusammen. Da haben wir nämlich noch eine andere kleinere Stadt hier im Umkreis. Die ist ein bisschen kleiner und da hat es auch ein Teddy. Und ja, dann kann ich ihn mal ein bisschen nötigen, dass wir mit dem Auto dahin fahren. Wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, habe ich kein Problem. Dann können so viele Menschen um uns herum sein, ist mir egal, aber sobald ich alleine bin, fühle ich mich etwas unwohl. Naja, so, das war meine kleine Anekdote von heute Morgen. Ich wollte eigentlich noch mehr filmen, so aus dem Fenster in der Bahn, aber ja, da waren halt andere Leute und ich wollte nicht, dass die von mir denken, ich bin verrückt. Ja, deswegen habe ich so ein bisschen versteckt mich gefilmt. Naja. Da, was tut man nicht alles für den Vlog, ne? Da macht man auch merkwürdige Dinge. So, ihr Süßen. Huh, das wird echt viel. Jetzt habe ich den Batzen noch. Und dann, ja, mal gucken, ob ich die Briefumschläge in diesem Vlog mache oder mir das für den nächsten Vlog aufhebe, weil ich würde den hier gerne jetzt zum Wochenende auch hochladen. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt gehen wird. Weil im Grunde genommen habe ich jetzt, glaube ich, gefühlt nicht sehr viel gefilmt, aber trotzdem hinter den Kulissen viel geschnitten. Und ich werde noch viel schneiden, wie ihr seht. Und es ist Freitag und ich hoffe, dass ich das bis Sonntag eventuell fertig habe. Ja, dass ich den Vlog hochladen kann. Schneid, schneid, schneid. Oh, so, jetzt mache ich den Ventilator wieder an. Den habe ich nämlich jetzt extra mal kurz ausgemacht. Und ja, dann schneiden wir noch ein bisschen im Schnelldurchlauf. Das Schönste, ne? Verpacken. Ich liebe es, die Sachen einzutüten. Ja, und dann muss ich dann noch Fotos machen und dann kommen die Sachen noch in den Shop und dies und das, ne? Ach ja, herrlich. Einfach nur herrlich. Alles klar, ihr Süßen. Dann sag ich mal, ran ans Schneiden. Thank you.
Süßen, es ist geschafft. Ich zeige euch jetzt noch mal komplett, was wir diese Woche alles gerockt haben. Wir haben einen Batzen Halloween-Kawaii, Zettel, Memo-Zettel. So hier, das soll ein bisschen im Bild sein. Wir haben ja die Kawaii-Spooky-Kartenaufleger zum Ausmalen gemacht. Ein bisschen so, yeah. Dann haben wir tatsächlich Kawaii Spooky Auflegekarten bereits ausgemalt. Und jetzt zu guter Letzt noch diese. Ich weiß nicht wieso. Hier steht der Text bei manchen nicht. Keine Ahnung, vielleicht war mein Drucker einfach zu warm. Aber ich dachte mir, komm, es ist nur eine Verpackung. Das ist schon gut so, ne? Also haben wir hier so cute Kartenaufleger bereits ausgemalt, und zwar alle 12 Motive da drin. So, und ich denke, das belassen wir jetzt erstmal dabei. Die Briefumschläge mache ich dann ja im nächsten Vlog. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so interessant, ne? Aber wow, das war eine harte Woche, sage ich euch. Ja, so viel geschnitten. Ja, ich habe jetzt noch einen Auftrag. Da möchte ich mich jetzt auch gerne dran setzen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wann der nächste Vlog kommt, weil, wie gesagt, jetzt mal kümmere ich mich erstmal um den Auftrag. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen vorproduziert sozusagen. Ja, dass ihr was zum Gucken habt. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen, und ihr vergesst mich nicht, wenn ich jetzt erstmal keinen Vlog mache. Also er kommt natürlich, ist ganz klar, aber ich weiß jetzt nicht wann. Also jetzt nächste Woche kümmere ich mich, wie gesagt, um den Auftrag. Aber ich habe halt auch immer die Befürchtung, dass wenn ich nicht immer, wie soll ich sagen, dass ich vergessen werde, wenn ich nicht immer Videos mache. Weil ich merke es selber, sobald ich einen Vlog hochlade, wird ein bisschen mehr gekauft, und je länger, je mehr Zeit dazwischen den Vlogs ist, ne, desto weniger bzw. gar keine kommen, gar keine Bestellungen oder sehr, sehr wenig. Ja, und dann habe ich immer Angst, Mensch, jetzt werde ich vergessen, oder ja, es ist halt so, ne? Aber ich denke auch, dass sehr viel, ich habe so meine Stammkunden, sage ich jetzt mal. Und die bestellen regelmäßig. Vielen Dank an euch, ihr Süßen. Das Ding ist, ich möchte dann auch immer gerne neue Sachen anbieten, ja. Der Shop ist zwar proppevoll, ich weiß nicht, ob euch das überfordert. Müsst ihr mir mal sagen, ob ich einfach zu viel Zeug da drin habe. Ich weiß, manche stöbern, also ich bin jemand, ich stöber super gerne stundenlang in einem Shop rum. Aber es gibt natürlich auch welche, für die ist das einfach zu viel zum Gucken. Die wollen dann mal eben, ja, nochmal drüber gucken, und dann artet das in, keine Ahnung, in einer halben Ewigkeit aus. Ja, ihr könnt mir auch immer gerne Tipps geben, ja, wie ich was vielleicht besser machen kann oder besser machen sollte. Vielleicht ist die Aufteilung nicht so übersichtlich oder was auch immer, ne? Haut einfach raus, sagt mir, was euch auf dem Herzen liegt, was euch durch den Kopf geht. Konstruktive Kritik immer gerne. So. Ja, ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das gerade gemeint habe. Das war jetzt nicht so, oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal eine Runde jammern, weil ja keiner bestellt, wenn ich keine Videos hochlade. So war das nicht gemeint. Das war halt nur eine Feststellung. Gell? So, das ist jetzt auch keine Nötigung, dass ihr hier jetzt bei mir bestellen müsst oder sollt oder was auch immer. Das war einfach nur eine Feststellung so für mich, die ich mit euch teilen wollte. Und ja, nicht böse gemeint, ne? So, ihr Süßen, jetzt habe ich genug gequatscht. Es ist jetzt auch schon ziemlich spät. Und vielleicht schneide ich das Video heute noch. Huh, ist doch egal. Es ist ja jetzt Wochenende. Ja, es ist immer noch Freitag. Ich habe jetzt
seit ich vom Arzt wiedergekommen bin, bis jetzt hier geschnitten. Wir haben jetzt gleich 17 Uhr. Und ich war vom Arzt zu Hause um, ja, 10:30. Also kann man schon sagen, über 6 Stunden habe ich jetzt geschnippelt. Ich merk's. Ich merke es. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Und wenn ich euch zu viel Blödsinn gequatscht habe, sorry. Es tut mir sorry. Ja, so ihr Süßen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video und bis dahin. Tschüss.